Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender des unrasierten Apostels der Liebe 2021. Was für ein Jahr. Und in diesem Jahr habe ich mir vorgenommen, aus der YouVersion Bible App, aus unterschiedlichen Bibelleseplänen Gedanken vorzulesen und Bibelstellen, die dazugehören. Und heute lese ich zunächst einmal Lukas 2, Vers 9. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Und die Hirten erschraken sehr. Immer wieder lesen wir davon, dass Begegnungen mit Gott bzw. Begegnungen mit übernatürlichen Wesen wie den Engeln eine Reaktion hervorrufen, die ganz anders ist als das, was wir uns gemütlich im Fernsehsessel beim Anschauen mancher Filme so denken, nämlich erschrecken. Manchmal denkt man ja so, wenn man den Weihnachtsschmuck anschaut, dann denkt man so, Engel, das sind irgendwie so niedliche Babywesen. Wie süß. Tatsächlich sind Cherubim allerdings unbeschreiblich majestätische Gestalten. Die Bibel erwähnt immer wieder, dass Cherubim den Thron unseres Herrn einrahmen. Cherubim unterscheiden sich von gewöhnlichen Engeln. Es gibt also unterschiedliche, werden jedoch oft mit ihnen verwechselt. Andererseits gibt es unterschiedliche Beschreibungen von Engeln am Grab Christi, als zwei Männer in weißen Gewändern in Apostelgeschichte 1, Vers 10, bei anderen Begebenheiten als ehrfurchtgebietende Wesen. Der Apostel Johannes war beispielsweise so beeindruckt von einem Engel, dass er ihn anbeten wollte. Offenbarung 19, Vers 10. Die Bibel zeigt uns, dass Menschen, die Engel sahen, eben oft Angst bekamen, wie die Hirten von Bethlehem in Lukas 2, Vers 9. Auch Daniel gibt uns in Daniel 10, 5 bis 6 eine umfassende Beschreibung. Er war überwältigt und 3 Tage lang krank. Siehe, da stand ein Mann, der hatte Kleider aus Leinen an und einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Sein Leib war wie ein Topas, sein Antlitz sah aus wie ein Blitz, seine Augen wie feurige Fackeln, seine Arme und Füße wie helle, blanke Bronze und seine Rede war wie ein großes Brausen. Ich stelle mir mal vor, mir würde sowas passieren. Also ich glaube, ich hätte auch Angst bekommen. Doch damit nicht genug. 2. Könige 19, Vers 35 und 2. Könige 32, Vers 20 beschreiben dasselbe Ereignis auf verschiedene Art und Weise. Ein einziger Engel vernichtete fast 200.000 mächtige assyrische Kriegshelden, die darauf aus waren, Gottes Volk zu zerstören. Immer wieder verstörende Passagen in der Bibel, wenn ich davon lese, wie dort Menschen umgebracht wurden. Und dieses Geschehnis, dieses Ereignis geschah in einer einzigen Nacht. Was für ein Wehklagen, was für ein Leid muss in dieser Nacht vor sich gegangen sein. Und in Offenbarung 20, 1 bis 3 lesen wir: Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel obendrauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. So sieht die Macht eines Engels aus. Und vielleicht denkst du noch einmal über unsere Engelvorstellungen nach, über das, was du vielleicht in irgendwelchen Spartensendern zu hören bekommst, das, was in manchen Buchläden über Engel ausliegt.
Das, was du vielleicht heute Morgen, wenn du in den Gottesdienst gehst, in verschiedenen Engeldarstellungen, die dort in deiner Kirche zu sehen sein werden, da ist. Und dann denk darüber nach, dass Engel trotz allem, trotz aller Beschreibungen, die es von ihnen gibt, dienstbare Geister sind, die Gott ausgeschickt hat, um Botschaften auszurichten und um in bestimmten Situationen Menschen zur Hilfe zu eilen. Und dann freue dich auf das Kommen des Chefs der Engel, des Herrn der dienstbaren Geister, Jesus Christus. In diesem Sinne einen wunderbaren zweiten Advent. Und ich freue mich drauf, morgen mit dir ein weiteres Türchen der Hoffnung zu öffnen.